Wow. Da sind wir zu einem neuen Let's Play. Wovon nur? Macht euch bereit für die Geschichte des verlorenen Buches der Prophezeiungen. Wahrlich ein Buch voller Rätsel und Geschichten zukünftiger Ereignisse. Meine Stimme ist tot. Viele wollten des Buches Habacht werden, um ihre Zukunft zu sehen. Keiner der Besitzer dieses Buches ist jedoch jemals glücklich geworden. Nach dem Grund fragst du, dieses Buch enthält fürchterliche Geheimnisse. Oh, man nannte es das dunkle Prognostikon und schloss es weg. Diese Geschichte erzählt von seinem letzten Besitzer und von einer großen Liebe. Ja, Leute, es ist ein Blind LP. Und zwar von... Oh, nee, Vorgeschichte. Oh, was ist mit mir geschehen? Wo bin ich hier? Ihr seid der Wachtprinzessin. Was? Hä? Ah, den habe ich schon auf dem Cover gesehen. Was? Bowser! Was? Nee, hä? Das ist doch nicht... Hallo Peach, hallo Peach, hallo Peach, du bist es. Huldig Bowser, weiter so Chef. Hallo Peach, weiter so Chef. Huldig Bowser, weiter so Chef. Was geht hier vor sich? Das frage ich mich allerdings auch. Wer ist das jetzt? Graf, die Vorbereitungen sind nun abgeschlossen. Gut, gut. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Auftritt von Graf Kniekwitsch. Bowser, grimmiger und gefürchteter König der Koopas, willst du Peach zu deiner Frau nehmen bis ans Ende aller Spiele? Hä? Ob ich Peach heiraten will? Machst du Witze? Ich sage ja! Peach, hohe, wohlgeborene Prinzessin reinen Herzens, nehmt ihr Bowser als euren angetreuten Ehemann bis ans Ende aller Spiele? Jetzt reicht's mir aber! Ihr werdet mir erklären, was hier vor sich geht! Auf der Stelle! Ich weiß es selber nicht. Aha! Ist das nicht offensichtlich? Dies ist eure Hochzeit! Wow. Aber warum um alles in der Welt heirate ich Bowser? Hey Kniekwitz, keine Ansprüche von dieser Seite, alter Junge. Der Graf hat eine Menge Arbeit mit der Vorbereitung. Enttäuschen wir ihn nicht. Na, der freut sich, war klar. Entspann dich, wir werden heiraten. Ein liebevolles Paar sein und alles wird gut. Nein! Und wer hat dieses Gleis ausgesucht? Es ist grässlich. Bringt mich sofort zurück. Ich konnte den Rest nicht lesen, weil es zu schnell ging. Also, schlechtes Benehmen gegenüber dem Grafen ist nicht akzeptabel. Also, Prinzessin, versuchen wir es noch einmal. Nehmt ihr Bowser zu eurem angetrauten Ehemann bis ans Ende aller Spiele? Nein! Aber, niemand widersetzt sich meiner Super-Hypnose. Ich will, sagt es, okay? Oh, das erinnert mich gerade ans Hauspark. Ich will. What the fuck? Luigi? Was zum? Ah, wo bin ich hier? Huch, ist das nicht Peach da drüben? Und dieser Typ, das ist doch... Was denn jetzt? Ein Herz? Oder was? Ein schwarzes Herz. Wow. Knickedy-knack. So steht es im dunklen Prognostikum geschrieben. Es ist bereits entfesselt, das dunkle Herz. Ich gratuliere euch, Graf. Stopp! Luigi! Und wer bist du? Pah,
Ich sage doch nicht mal jedem Schurken meinen Namen. Jetzt wird Luigi euch auf... Mann, ist der doof. Hier komme ich! Ich muss Sie bitten, sofort damit aufzuhören, okay? Wenn Sie das jetzt stören... Das ist die Stelle, an die... Oh Mann, das geht viel zu schnell. Seid ihr in Ordnung, Graf? Narren! Sinnlose Aktionen, das bringt ihnen nur Schmerzen ein. Nun gut, das dunkle... Mann, das geht viel zu schnell! Für dieses Gesindel habe ich keine Verwendung mehr. Damit könnt ihr eine neue Seite des dunklen Prognostikons aufschlagen. Prognostikon, ja. Öffne deinen Schlund, Dunkelheit, verschlinge alles und zerstöre alle Welten, so wie es geschrieben steht. Knicke die Knack. Der hat echt ein Problem. Wahnsinn. Das ist Nintendo. Ich schätze mal, jetzt kann ich endlich sprechen. Und zwar ist das ein Blind LP! Ja, ich hatte mir das vor ein paar Jahren mal ausgeliehen, musste das allerdings am selben Tag wieder zurückbringen, weil die CD nicht angenommen wurde, beziehungsweise weil die CD defekt war und ich das Spiel nur bis zum zweiten Level oder so spielen konnte. Und ja, das war jetzt eigentlich sozusagen... Prolog. Das ist doof. Naja. Ich würde sagen... Ja, ich hab's... haben wir schon kapiert. Ich würde sagen, ich fange einen neuen Spielstand an. Was? Oh, 15 Sekunden gespielt, das... Nein. Moment. Nein. Ja, das ist nur kurze Testdatei. Also ich habe wirklich nicht viel gespielt. Ich habe nur da diese komische Geschichte von Dings da gehört. Also der Prolog. Also nicht das, was wir gerade gesehen haben, sondern das, was danach kam. Beziehungsweise vor der Hochzeit von Peach und Bowser. Oder irgendwie sowas. Und ja, danach habe ich ausgemacht. Und dann habe ich auch nicht weiter gespielt. Naja. Ich erstelle mir schnell eine Spieldatei. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, soll ich meinen echten Namen nehmen? Ach, ich nenne mich einfach Mario. Oh. Okay, diesen Namen verwenden? Ja. Einstellungen werden gespeichert. Bitte bestätigen. Betätige nicht den Powerschalter. Speichervorgang beendet! Oh, Mist, es geht doch los. Nein, das dauert so ewig. Alles ruhig und friedlich, Bruder Herz. Da kann man nur von Glück sprechen, so viel Ruhe und Frieden. Absolut friedlich. Fast schon ein bisschen langweilig. Da wünscht man sich fast Kawumms! Etwas, das uns aus den Socken haut. Oh. Wir haben Prinzessin Peach schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht sollten wir den Pilzpalast besuchen. Das wäre cool, oder? Ist schon eine ganze Weile her. Die Prinzessin würde sich bestimmt freuen. Mario! Hilfe! Wow. Toad? Was ist denn passiert? Du bist ja völlig durcheinander. Es ist Schocki
passieren? Peach-Palast, überfallen! Peach, entführt! Again, oh Mann. What? Das ist doch lächerlich. Wer hätte denn nur zu so einer... Wer wäre denn nur zu so einer Tat fähig? Also, lernen die überhaupt nichts? Warte mal. Natürlich. Jetzt weiß ich, wer hinter der Sache steckt. Das ist die Arbeit dieses Schurken. Das lassen wir uns nicht gefallen. Wir müssen uns in seine Burg schleichen und die Prinzessin retten. Los, Bruder, lass uns gehen. Wir zählen auf dich, Mario. Auf euch, Mario Bros. Ich hatte gerade mit falscher Stimme gesprochen. Haha. Oh. Hört genau zu, meine Elite-Schergen. Zeit, meinen großen Plan im Pilzpalast zu stürmen, in die Tat umzusetzen. Heute ist der Tag, von dem an die Prinzessin nur mir gehören wird. Und als Bonus werde ich die beiden Bärtigen in den Boden stampfen. Lang lebe Bowser! Jetzt sind wir an der Reihe. Lang lebe Bowser, wir sind an der Reihe. Es lebe eure Großball. Haha, wir werden angegriffen. Ihr seid schon Witzbolde. Okay. Hey, wer sind denn diese haarigen Typen? In meiner Burg rasiert man sich. Was? Oh! Mario. Und? Luigi? So Leute, und hier werde ich den Part auch beenden, damit die Datei nicht so groß wird, dass ich das heute noch hochladen kann. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss, bis denne irgendwenne, euer Renchi LP.